Hallo Morning Talk. Ich sitze heute ausnahmsweise mal hinten. Und bin nicht selber der Fahrer, das ist auch mal cool. Dieser Typ fährt hier. Und sein Bruder ist dabei. Hallo. Was ist los? Mach nicht den Urwill, bitte. Der Urwill hat das bei 160 gemacht, da sind wir aber gestorben. Deswegen bitte nicht. Ja, wir fahren nach Luxemburg. Ja, ihr wart schon da, wie ist das? Nach Wasser will ich. Ja? Nach Wasser will ich. Nach Wasser? Ja, die Stadt, die Grenzstadt in Trier, im Ortsteil von Trier, heißt Oberbillig. Oberbillig. Und die Brücke zwischen Wasserbillig und Oberbillig heißt Wasserbilliger Brücke. Das ist ein Scheiß. Und so wie der Zufall es will, ist das Wasser dort auch viel billiger. Ja. Die haben auf der Homepage, haben die, ich glaube, die Rubrik heißt Besonderes oder sowas, oder Spezielles. Ja. Die 16 Jahre alten Bourbon Whisky, der kostet die Flasche mit 0,7 Liter. Ohne Pfand natürlich und ohne Mehrwertsteuer, also 3% Platz. Aus welchem Grund sitze ich hinten und fahre nicht selber? Erstens mal hat der ein riesen Auto. Ich kannte dein Auto gar nicht. Ich kannte nur noch das alte, das vorher. So lange sind wir nicht mehr gefahren. Das Modell war ja später. Und länger. Und mein Auto ist Totalschaden. Also es ist nicht ich hatte keinen Unfall, sondern es ist einfach kaputt gegangen. Das Getriebe ist am Arsch. Da kann ich nicht so weit fahren. Ich habe einen Ersatz, aber ich glaube nicht, dass ich einfach mal mit dem Ersatzwagen nach Luxemburg fahren kann. Und der Kofferraum, ja? Ja, aber der Kofferraum ist mini, da lohnt es sich nicht. Ja. Ja. Ja, leider. Jetzt sind wir in Luxemburg. Echt dein Arsch. Wir fahren Richtung Wasserbillig. Yay. Hier steht es nochmal. Wasserbillig. Na, hier ist die frühere Grenzkontrolle. Die wir eigentlich abreißen könnten. Hier.
Braucht doch keiner mehr. Da sind wir ja schon. Kopfball. Das kann ich euch mal richtig zeigen hier. Wir haben hier schon mal das erste Zeug. Und da ist was für mich. Wahrscheinlich. Voll fancy. Da soll Gold drin sein. Kostet 5 Euro. Ja. Haut irgendwie nicht ganz hin. Hier die Eislecker-Eier. Cool. Die fresh Eislecker-Eier. Oh hier. Yeah. Hi. Also er versucht Lotto zu spielen oder hier so. Keine Ahnung, was aber gemacht hat. High Five, ja, jo. Da steht das von High Five fest. Am 21. September, das ist Lotto, was du gespielt hast. Ich komme hier noch mal her. Ja, das ist doch was. Nee, warte, das sind die Zahlen. Ah nee, das ist doch von gestern. Das wär's jetzt. So, oh nice, Jackpot. Und jetzt habe ich, glaube ich, das Richtige geholt. Steht doch irgendwas auf Englisch, Deutsch. Ja. Ja, wie viel tue ich da? 2 rubbeln? Alles oder was? Nee. Ja, musst du rubbeln hier. Ja, aber wie viel? Weiß ich nicht. Kann halt kein. Rubbel mal eins auf. Nein, wir haben noch Google-Übersetzer. Ja, ich kann ja was. Also das steht Gain. Ich will auf jeden Fall was Gain. Du willst was Gain. Ach, solange die überlegen. Hier, das ist der Einkauf. Bis jetzt. Was denn? Jetzt rubbel einfach mal was aus, wenn es überhaupt zum Rubbeln geht. Ist so, aber das ist gar nicht zum Rubbeln. Ah doch, doch ist zum Rubbeln. Okay, eine Null oder so. Er hat eine Null gerubbelt. Das ist glaube ich schon mal schlecht. Ja, ich glaube auch. Aber das soll ein O sein, keine Ahnung. Ja, oder musst du 3 in der richtigen Reihe kriegen? Ja, muss ich mit denen hier? Ah, ja. Das ist doch... Ah, scheiße. Wie viel darf ich überhaupt rubbeln? Ja, dann mach mal noch das oben da. Das hier? Nee. Ja, ich denke, du musst die gleiche Reihe haben. Das ist wie 4 Gewinne. Ja, oder du wahrscheinlich musst dasselbe haben wie hier. Dass das Bild gleich ist. Ich weiß noch nicht. Das brauche ich ja noch ein O. Ach so, das meinst du? Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Ich hätte gesagt, er muss jetzt das hier noch freimachen. Dass es halt eine so eine Reihe gibt. Dass er das gewinnt. Mal schauen. Nee. Schau. Jetzt rufen die anderen noch aus, damit wir sagen können, dass wir gewonnen haben. So, wir machen kurz einen Jump Cut und dann. Oh, wir haben Leitung gewonnen. Also, wir haben es nicht versucht. Ich glaube, du musst Oxo schaffen irgendwie. Ja, ich glaube auch. Aber du hast nur Xox geschaffen. Ich recycle. So, das ist meins, alles meins, what the fuck. Hier hat Eddie sich was gegönnt und der Richard. Nee, der ist nur für Eddie. Ja, ich hab's gar nicht geholt. Und das ist für eine Arbeitskollegin, nicht uns. Das ist scheiße. Dann haben wir hier noch. Richtig gut nach Holland. Fanta Dark Orange. Ja. Schmeckt ein bisschen komisch. Lecker oder nicht lecker? Ist okay, aber es schmeckt nicht wirklich nach Orange. Es ist ja auch Dark Orange. Ja, Mann. Seine Meinung hören. Schmeckt halt viel zu sauer für eine Orange. Okay. Ja, so ein bisschen wie Orange, aber ganz wenig. Aber ziemlich sauer. Okay. Hier ist bald Thomas. Und weiter geht die Fahrt. Jetzt zum Ticker. Hier, schaut euch das an, Leute. Tausende Toiletten, muss ich mal sagen. Tankstellen. Hier ist eine. Dann ist hier eine Apotheke. Und dann hier einfach nur noch Tankstellen. Was ist das? Hier läuft ja so 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist noch eine. Da hinten war eine. Sechste. So, hier geht's ab. Yikes. Hier bauen sie bestimmt auch noch eine hin. Also er macht gerade ein Foto, ich zeig gleich. Ich bin ja eskaliert, vorhin in dem anderen Laden, aber jetzt geht's. Rüber, jetzt, hä? Wir können auch von hier in die Stadt gehen, ist nicht alles so weit. Ach so,
Ja. Ja. Was haben wir noch beim ersten Einkauf geholt? Nochmal separat mal 5 Packungen pro Person? Ja, so 100, 125 Dosen ungefähr. Das ist halt echt günstig, gell? Ich meine, im Schnitt kostet so ein Ding 10 Euro. Weniger. Ja, ich sage im Schnitt. Ja, so Pepsi zum Beispiel kostet 6,99. Ja, die Cola, die war 6 Euro im Angebot. Für 6 Euro. Ja. Also eigentlich alle 24er Packs sind höchstens 10 Euro, meistens sind 7. Deswegen sage ich ja so im Schnitt 9 bis 10 Euro. Also sonst aber ein bisschen teurer, aber trotzdem. Ja, günstiger. Hello. Du bist ja noch bei uns auf 25 Cent pro Dose dazurechnen, den Pfand. Also das ist ja total, also das, in Deutschland könnte man das nicht machen. Nee. So, wir machen jetzt mal die City unruhig. Die haben gesagt, hier gibt es einen guten Döner. Ja. Da gehen wir jetzt mal hin. Oder ist Simsalabim. Ja, Mann. Simsalabim. Das ist einfach mal ein scheiß FC Bayern Fanshop. Bayern. Was da drüben? Was geht da mit Hunden? Das ist wahrscheinlich das Steak. Ah, das ist ein Hundeladen. Hey, wir kaufen Hundefleisch. Komm, wir gehen mal da rein. Das ist halt echt fett. Ich dachte, wir müssen kleiner. So, Gönnung. So. Die Sonne klatscht. Ah, das ist nicht normal, wie warm das hier ist. Ich hätte kurz Hose anziehen sollen. Das habe ich denen schon gesagt. Was? Ja. What? Also, wir sind hier fertig. Wir fahren jetzt heim. Das Essen war gut. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben. Also, ich zumindest. Ja. Das war echt übelst viel Geld. Ja. Ja. Das ist der Bahnhof. Guck mal, was sieht's. Also, wenn ihr kein Auto habt, trotzdem einkaufen wollt, könnt ihr hier. Das lohnt sich aber nicht, mit dem Zug herzukommen und einkaufen. Das ist zu viel. Der Transport ist dann echt extrem. Die Socken, glaube ich mal. So. Vielleicht will sie schlafen, deswegen gucke ich mal. Also, ich bin jetzt zu Hause, wie ihr seht. Ich lasse mal kurz machen. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe jetzt hier. Einmal das hier. Das Ding wiederum. Nicht wundern hier, ich habe irgendwie was am Gelenk. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes, aber ich habe mir Voltaren drauf gemacht, damit ich nichts hier versau. Hier. Ein BSO. Dann hier, das haben wir schon leer getrunken, das ist Fanta Dark Orange. So sieht es aus. Okay. Ganz schön viel. Das hier. Ja, hier ist es nochmal gefüllt. Ich weiß nicht, ist das Halloween Edition? Ich weiß es nicht. Ja, da hat er. Ich hat mich gezwungen, den hier zu kaufen, aber ich dachte mir, komm jetzt nicht. Yakitori. Gyoza. Die Dinger hier. Das Highlight versteckt sich hier. Warum ist es versteckt? Weil ich immer noch Handwerker im Haus habe. Dass sie mir nicht denken, ah, das ist kostenlos, die dürfen hier sich bedienen. Hier. Das ganz unten war zum Beispiel im Angebot 24 Dosen für 6 Euro. Im Schnitt sind es aber so zwischen 8 und 10 Euro pro Lage. Ich habe auch ein Geburtstagsgeschenk vom Richard bekommen. Ja, ich hatte Geburtstag, aber das hat eh jeder vergessen, deswegen ist es nicht so wichtig. Den Sake habe ich bei meinen Eltern jetzt, weil ich den meinem Vater zeigen wollte. Das ist der originale Kyoto Sake, der importiert wurde hierher. Von irgendeiner Firma und
mach's mal hier auf und zeig mal, was noch dabei war. Das hat mich eigentlich gefreut. Das ist eigentlich ganz cool. Vielleicht hört man es auch. Vielleicht können sich Leute schon denken, was das ist, was ich hier aufbaue. Richard hat noch einen guten Witz gesagt. Das sage ich euch dann gleich. Hier, schönes Tagesgeld. Er hat gesagt, weil ich nur noch zwei Freunde habe, weil nur zwei meiner Freunde daran gedacht haben, dass ich Geburtstag habe, soll ich die zwei Gläser einfach wegschmeißen und die anderen zwei können noch draus trinken. So. Perfekt. Und dann? Was? Ich krieg das jetzt nicht hin. Nein, hat man nicht. So. Da wir jetzt ziemliche Jojo-Fans sind, also Jojo Bizarre Adventure, haben wir also. Ich muss das anziehen, das erkennt man so nicht. Ich zieh's mal. Läuft's? Gut, also einmal das. Jojo Bizarre Adventure. Mada, mada, mada und oder, oder, oder. Die meisten werden wissen, was das ist. Ja, das war's. Eine Kollegin hat mir hier noch das eklige Zeug hier gesagt, ich soll das mitbringen. Normal, ich vertick das und krieg noch mehr Geld hier. Okay, also, ich bedanke mich fürs Zugucken. Die Wohnung zeige ich ein andermal, die ist so gut wie fertig. Es fehlen eigentlich nur noch hier Stühle für den Esstisch. Die kommen einfach nicht. Ja, also, vielen Dank. Tschüss.